Sali Karpi, danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst? Ja, merci, dass du mich angefragt hast. Ich bin der Karpi oder geboren Patrick Karpitschenko. Ich bin Filmemacher, Autor, Komiker, Nerd, glaub's. Und es ist sehr schwer, mich in einen klaren Beruf reinzutun, weil der ändert alle paar Jahre. Aber ich glaube, Autor und Filmemacher ist, trifft's. Nerd-Thema Gamen? Das auch. Gamen und Game Designen ist auch fließend bei mir. Welche Games haben dich denn beeinflusst? Oh, Adventure. Monkey Island. Gross, ja. Adventure Games, gross. Independent Games, alles, was ein bisschen weird ist. Und Storytelling lastig oder wo Humor hat. Lustige Spiele gibt es fast keine, erstaunlicherweise. Ja. Also doppelbödige Humor. Ja, ja, ja. Was ist denn das letzte gute Game gewesen? Für mich? Ja. Ich habe wieder angefangen, Pac-Man zu spielen. Okay. Ist jetzt schon ein bisschen älter. Nein, du! Und so spiele ich auf dem Switch Animal Crossing, wie alle anderen während dem Lockdown auch. Meine Mutter auch. Darum, und ich helfe ab und zu, darum völlig auch in die Game. Ja. Und eben jetzt Freizeit, weil du bist ja jetzt nicht mehr bei Devil. Was machst du? Ja, sehr viel Freizeit jetzt. Was machst du denn? Nein, ich habe die letzten Jahrzehnte sehr viel geschafft. Zu viel, manchmal. Und es klopft bei dir. Er wird da immer da. Aber ich glaube, es nimmt nicht auf. Also ist dein Nachbar ein Specht? Ja. Nein, ich habe zu viel geschafft und ich probiere jetzt weniger zu machen. Kannst du das? Nein. Es ist wie ein Alkoholiker, der sagt, ab morgen trinke ich nichts mehr. Es ist so. Ich habe immer noch irgendwie 10 Hochzeiten, auf denen ich tanze oder viele Projekte noch zum Beenden oder neue Sachen anzeigen oder Sachen, die ich probiere zu lernen. Was lernst du denn gerade? Game Design ist immer etwas, wo läuft. Musik ist für mich immer etwas, wo, also Klavierspielen ist ein konstantes Projekt. Und wir bekommen Nachwuchs im September. Und das heisst, das gilt es auch zu lernen und zu vorzubereiten und ein Plätzchen zu schaffen. Kann man das lernen, Vater werden? Ich hoffe es. Ich habe noch kein Kind, von dem her werden jetzt alle Väter mir zurufen. Nein, kannst nicht. Aber ich lese natürlich all die einschlägige Literatur und suche noch nach einem Handbuch. Und eben, du hast viel Werbung gemacht. Ja. Und was ist denn die Faszination an der Werbung bei dir? Also ich habe ja die Filmschule gemacht in Zürich. Und da die Filmszene in der Schweiz sehr klein ist und brotlos, ist Werbung halt einer von den Wegen, wie man tatsächlich einen Lebensunterhalt verdienen kann. Damit. Und auch Sachen ausprobieren. Also man kann mit den neuesten Kameras, den neuesten Schnickschnack-Techniken Sachen ausprobieren. Und man lernt mega viel, mega schnell und auch Leute kennen. Von dem her ist Werbung einfach ein guter Ort zum Arbeiten. Was ist denn bei dir wichtig gewesen, was du vermitteln bei der Werbung? Ja, schon Humor. Ah. Also schon lustige Sachen. Es ist schon, ich bin schon, egal was ich mache, glaube ich, der Komiker drückt nach einer Weile durch und lässt sich auch nicht abstellen. Und wie kann man das in der Werbung verpacken? Gib mir ein Beispiel. Ja, hoffentlich, dass der Zuschauer lacht, also dass du Fernsehen schaust und eine Werbung schaust und nicht nur... Generation M bist du recht. Du hast deine Recherche gemacht, das ist Wahnsinn. Fürs Mikro. Das ist noch das ist die ernsteste Werbung, die ich jemals gemacht habe. Genau, das ist die ernsteste Werbung. Die war sehr atmosphärisch gewesen. Hübsch, glaube ich auch. Orange. Orange. Grün. 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 Ja. Und sonst, ein Lacher. Ein Lacher hilft, einerseits Sachen zu verkaufen, andererseits, dass so Werbung nicht einfach öd ist oder langweilig. Und ein Lacher ist auch immer ehrlich, oder? Und Werbung, das grosse Problem bei Werbung ist, dass sie fake ist oder als das wahrgenommen wird. Und wenn man es halt lustig macht, ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, ja. Für den Konsument. Für alle. Für alle. Aber wieso ist denn die Filmszene so brotlos in der Schweiz? Schwierige Frage. Ich würde gerne deine objektive Meinung. Meine objektive Meinung,
ein Strukturproblem. Es sind nur 4 Millionen Schweizer, die Schweizerdeutsch reden. Das ist sehr, schon mal eine kleine Menge, für die man produziert. Dann gibt es eine quasi Monopolstellung vom Fernsehen, wo quasi als einziger Arbeitgeber fungiert, oft, was Film angeht. Und sonst existiert nicht viel. Lustigerweise, und Kinoszene ist ein bisschen projektbasiert. Es gibt nichts, das irgendwie Momentum hat, sondern es sind immer nur so einzelne Filme, die ab und zu kommen, die ab und zu einschlagen. Aber sonst wirkt es, als ob das Rad mit jedem Film neu erfunden werden muss in der Schweiz. Es ist und darum sind deine Freundin und du viele Aperos gewesen und darum haben sie gedacht, ich mache jetzt ein Apero GmbH. Yes, du hast extrem viel Recherche gemacht, ich sehe es. Nein, wir haben gefunden, etwas typisch Schweizerisches ist das Apero. Und bei Filmen sowieso. Also auch wenn der Film schlecht ist, das Apero an der Premiere ist immer top. Ich weiß es gut. Ist top, genau. Und das Apero ist das, was uns Schweizer alle zusammenbringt. Und Filmer sowieso. Und haben wir gefunden, nennen wir uns so. Und aber wie geht man denn als Produktionsfirma an ein Projekt an? Annehmen, oder? Oder wie geht man dran? Wie startet man ein Projekt als Produktionsfirma? Also wir machen vor allem Sachen für uns selber. Also, okay. Genau, also wir sind einfach unser eigener Chef. Das ist der Vorteil, wenn man selber eine Produktionsfirma ist, weil dann ist man nicht angewiesen auf andere Leute oder auf die Gnade von anderen Leuten, dass sie deinen Stoff verstehen oder deine Leidenschaft verstehen. Und wenn man eine eigene Produktionsfirma hat, kann man es selber machen oder hofft, es selber zu machen. Dann. Und wie kann man es finanzieren? Sehr viel Selbstausbeutung oder Querfinanzierung, halt eben mit Werbejobs. Okay, also das Geld kannst du einholen mit der ernsten Werbung, um nachher den Humor in deinen Filmen oder in deinen Projekten oft, zu generieren. Oft, ja. Also meine 20er Jahre haben so ausgesehen. Also ich habe meinen Unterhalt verdient mit Werbung, aber habe sehr viel Seich gemacht daneben. Seich? Erzähl mir von dem Seich. Seich ist für mich noch ein positiv belastetes Wort. Darum erzähl mir von dem Seich. Seich ist Sachen, die, wenn man es macht, nicht sofort einen Sinn erkennbar ist. Mit einem Witz ja allgemein fragt man sich oft nach dem Sinn. Oder mit Humor. Er hat ja nicht per se Sinn. Und ich finde, es ist immer tricky, dass man immer bei allem sofort einen Sinn oder einen Zweck will, haben. Und deswegen finde ich, wenn ich Zeit habe, wenn ich Geld habe, wenn ich den Schnuff habe, dass ich Sachen für mich mache, wo ein Seich ist, oder wo mir Freude macht, wo ich hoffe, dass es anderen Leuten auch Freude macht, wenn ich es ihnen zeigen kann, aber wo nicht per se einen Zweck hat. Also so. Ja, nicht eine direkte, klassische Message. Ja. Wer hat dich denn humorisiert? Also wer hat dich in den Humor begleitet? Meine Freundin würde dir sagen, dass ich sehr viele Ähnlichkeiten habe mit meinem Vater. Okay. Wir sind praktisch Klon. Und auch von der Frisur? Nein, er ist schon ein bisschen älter. Dort wächst nicht mehr so viel. Aber er ist schon sehr ein haariger Mann. Er hat mir als Goof immer all diese lustigen Sachen gezeigt. Also Loriot hat mir so vorgesetzt als Goof. So hier, da, schau. Das ist da bin ich aufgewacht. Mit Loriot? Loriot ist super. Ja. Es sind auch deine Eltern, die dich hey, quasi Vater. Indoktriniert haben. Vater, ja. Nur habe ich von ihm nicht Haarfarbe, aber... Die Haare wuchs eher. Ist das etwas mit Vätern? Vätern und Loriot ist das? Ja, die Nudeln. Ja. Nein, das ist wirklich eine der ersten. Und Otto-Alben, ja, auf Familie feiern habe ich ganze Otto-Alben rezitiert, bis alle verrückt worden sind. Susi sorglos. Ja, sitzt zu Hause und föhnt ihr Haar. Shabadu und Shabida. Ja, genau. Also... Humortechnisch sind wir gleich aufgewacht. Ja, sehr viel Sex. Und nachher, wie findet man denn den Weg selber in Humor? Du meinst in beruflichen Humor? Wie oder in. Also staatlich anerkannten Humor? Oder in welchem? Ah, gibt es staatlich anerkannten Humor? Nein, also jetzt die Deville-Sendung, die wir jetzt lang gemacht haben, ist natürlich staatlich, zumindest gebührenfinanziert, anerkannter Humor. Ja, das ist. Ja, das, aber wann hast du so gemerkt, ich will jetzt auf die Bühne. Aha. Ich will nicht nur hinter der Kamera oder so, sondern ich will jetzt auch meinen Humor, den vielleicht jeder versteht, gut präsentieren. Ich habe es eben angefangen, wie du gesagt hast, hinter der Kamera, sehr viel geschrieben und inszeniert. Und
ist natürlich auch nicht alles gut gewesen, was ich gemacht habe. Es war schon sehr viel Müll drunter gewesen. Und für mich ist selber auf die Bühne gegangen, war so ein bisschen ein Prozess gewesen von herausfinden, was es denn ist. Also quasi den Direktkontakt habe ich gesucht mit dem Publikum. Okay. Ich wollte Humor ausprobieren im lebenden Subjekt. Und das halt auf der Bühne ist mega easy, oder? Du musst nicht finanziert werden, du musst kein Dossier schreiben, du musst nicht irgendwie zuerst erklären, was du vorhast, sondern du gehst einfach auf die Bühne und machst es und siehst sofort, ob es fruchtet. Oder eben nicht. Oder eben nicht. Und das hat es für mich mega gebracht. Also einfach als Erlebnis und natürlich auch als Lehrerfahrung. Und wann hast du gemerkt, an der Welle staatlich anerkannt werden? Ja. Aber wann ist denn der Zeitpunkt gekommen, zu sagen, okay, ich mache bei Deville mit? Also ich habe es ja quasi miterfunden. Miterfunden? Ja, ja. Hast du also Deville mit? Ich habe ihn entdeckt. Entdeckt? Ich habe ihn entdeckt. Ist deine Idee gewesen? Meine oder? Idee gewesen. Nein, unsere Idee gewesen. Also wir sind drin gewesen. Okay. Der Deville, der Peter, Luisi, der Produzent und ich haben das vor 5 Jahren angedeckt. Ja. Was ist denn der Sinn und der Zweck gewesen? Oder eben nicht? Von der Sendung? Ja, oder? Also von der Grundidee. Ganz am Anfang haben wir gedacht, wir machen einen Kindergeburtstag für Erwachsene. Ja. Als Fernsehsendung. Dass wir quasi Leute einladen und Gäste und quasi Geburtstag mit ihnen feiern. Wie ein Kindergeburtstag, aber sie halt Erwachsene. Das war die allererste Idee gewesen. Und innerhalb von einem Jahr ist das in einer Late-Night-Show gewachsen. Und wir haben 2 Piloten gedreht in der Zwischenzeit und noch Testfilmchen. Und sehr viel geschrieben und gedacht, bis es dann eigentlich bei dieser Sendung angekommen ist, wo wir jetzt sind. Und was macht denn ein Regisseur bei einer Late-Night-Sendung? Das würdest du mir ja nicht so geben. Also, ja, ja. Ich mache so einen Regisseur in einem Film, dann verstehe ich es so halbwegs. Aber was macht in einer Late-Night? Der Begriff Regisseur beim Fernsehen ist schon sehr unterschiedlich. Okay. Ausgelegt. Also beim Film ist es ja super klar. Schon bei Fernsehserien ist der Begriff Regisseur sehr schwammig. Also weil der Headwriter sehr viele Pflichten hat, wo normalerweise klassischerweise beim Film der Regisseur hat. Und bei der Fernsehsendung ist es komplett unterschiedlich. Also was war dein Arbeitsbereich? Aber am Anfang waren wir ja wirklich nur zu dritt gewesen, und dann zu fünft und zu sechst. Weißt, und dann macht man alles. Dann macht jeder alles ein bisschen. Und dann spezialisiert man sich und je mehr Sendung man bekommt, ist es so unmöglich, dass man alles selber macht. Und dann diversifiziert man sich. Ich glaube, das Wort Showrunner war am treffendsten gewesen. Also das heisst, ich war einfach die leitende kreative Person gewesen. Ist das nicht auch ein mit Druck verbunden? Sehr. Kann der Karpi gut umgehen mit Druck? Mit inhaltlichem Druck easy und so produzieren und technischen Druck und rein vom Skill sehr easy, also funktioniert gut und auch der Deville, glaube ich, ist am besten unter Druck. Okay. Ja, ja, ja. Was mich persönlich stresst, ist halt personell. Also wenn man Leute muss einstellen oder Leute muss rausrühren, das finde ich persönlich heavy und belastend. Ja, die Verantwortung. Also okay. Halt, ja, dass man die Hoffnungen, die Träume von diesen Leuten schürt und oder zerstört, ist und oft ungerechtfertigt, oder? Sondern wegen der Zahlen, oder? Ja, oder wegen dem Budget, oder wegen einer Situation, oder irgendwie. Und das ist für mich persönlich immer das Härteste. Und das, was das zu einem Job gemacht hat, oder quasi, und nicht zu einem Hobby oder zu einer Leidenschaft, oder ist tatsächlich, dass man dann doch die personelle Verantwortung hat. Und wie frei sind denn, wenn es staatlich anerkannt worden sind? Ja, also Grenzen sind Budget und Zeit, sind Grenzen. Und dann inhaltlich sind wir eigentlich mega frei gewesen und haben im Rauf vom SRF immer sehr den Rücken gestärkt bekommen. Es gibt so kleine Sachen, die man nicht machen dürfen. Also es gibt die sogenannte Sakrament. Ich weiß nicht, ob du von denen. Ja, ich habe ja dort mal eine Sendung drüber gemacht. Hast du alles geschaut? Kann man mögen. Genau. Die Fernseh hat mit der Landeskirche einen Deal, wo sie auch in einer publizistischen Leitlinie festgelegt haben, dass sie über die Sakramente sich nicht lustig machen dürfen. Und Beichten
ist eins von diesen Sakramenten. Ah. Und wir haben dort ein ganzes Spiel aufgebaut anhand von der Beichte. Und das haben wir nicht dürfen. Und das haben sie uns rausgeschnitten. Komplette 5 Minuten aus der Sendung. Fetz. Und wie geht man mit dem um? Ah, das finde ich natürlich blöd. Weil das Spiel war mega easy gewesen. Wir haben uns nicht lustig, in meiner Meinung, haben wir uns nicht lustig gemacht über den Akt der Beichte, sondern wir haben einfach ein Spiel gemacht mit einem Gast, der sich der Form der Beichte angenommen hat. Weil in jedem zweiten Hollywood-Film hast du ja Szenen, ja, wo... In jedem Mafia-Film oder Clint Eastwood-Film... Richtig, das dürften wir jetzt als Sketch nicht machen. Wenn man einfach meint, sie machen sich per se lustig, ja, drüber. Ja. Auch wenn das inhaltlich vielleicht gar nicht so gemeint... Also, ja, wenn wir Late Night sind, machen wir sich einfach lustig drüber. Genau. Also eben, mir ist kein Anliegen, dass ich den Glauben von Katholiken mit Füßen treten. Wie viele Stunden hat dein Tag? Aber jetzt wieder mehr. Mehr. Also weniger, also die Arbeitstage sind kürzer geworden, jetzt, wo ich nicht mehr da machen will. Nein, damals ist während der Staffel sind es gut und gerne 14 Stunden gewesen, jeden Tag. Und das ist ein bisschen viel. Und was für Gedanken machst du Thema Vater werden? Wahrscheinlich wie alle anderen. Also ich freue mich extrem. Ich schaue mir, dass alles parat ist, dass das Nest gemacht ist fürs Kind. Ich lese die einschlägige Literatur. Ich hoffe immer noch... Was ist das? Ich habe heute in einem Buch gelesen über Hirnentwicklung bei Neugeborenen. Das ist spannend, weil ich suche natürlich nach einer Anleitung für Kinder. Gibt es nicht. Ja. Weißt du, so eine IKEA-Anleitung mit Piktogramm und so zum Zusammensetzen und wo anschrauben. Das gibt es alles nicht. Aber ich hoffe einfach, dass ich als Nerd probiere mich jetzt darauf vorzubereiten mit der Fachliteratur und mit... Ja, und ich hoffe, dass es nicht kaputt geht. Das ist so... Die Hauptangst, die man hat, weißt, dass man es nicht in einem unachtsamen Moment fallen lässt. Und so. Das ist wahrscheinlich die Hauptangst. Einfach, dass es gesund ist und dass man keinen Fehler macht. Ich sehe jetzt auch ein bisschen Druck. Ja, aber eben, ja, da ich weiss, dass ich nicht der Erste bin, der ein Kind überkommt. Also du ja nicht. Genau. Also ja, ich bin ja höchstens beteiligt. Ja. Nein, aber durch das Wissen, dass es schon andere Kinder gegeben hat. Wo gut oder weniger gut aus. Genau. Denke ich auch, dass ich es auch nicht bekomme, dass wir es auch nicht bekommen werden. Hast du ein paar Fragen? Ein paar. Also ich hatte ja vorher schon gefragt, ich habe angenommen, dass du schon Stand-up gemacht hast, aber hast noch nicht. Und jetzt würde ich natürlich wissen, wieso? Aber ich glaube, ich bin jetzt nicht der, der einübt. Also weißt du, sondern ich bin eher der Situationskomiker. Yep. Also eher, wenn man jemand etwas zuwirft, dann sind so der eindeutet, der Witz oder so. Aber ich bin eben nicht der, der ein Programm oder so schreibt. Du meinst, du brauchst etwas, das man dir zuwirft. Das heisst, du bist quasi, wärst ein guter Sidekick. Eher. Ich wüsste eine Sendung, die gerade einen Sidekick sucht. Ja. Aber da habe ich natürlich ganz grosse Fußstapfen. Welche Schuhnummer hast du? Ich kann es 44? Ja, ich bin 37. Uiuiuiui. Wir müssen noch ein bisschen reinmachen. Yes. Nein. Aber Medien sind schon etwas, was mich reizt. Ja. Egal, ob es jetzt Moderation ist oder so. Und ich will auch eine Sendung. Egal, in welchem Format oder so. Darum mache ich auch das, weil ich glaube, Social Media zeigt natürlich jetzt auch, gibt uns eine Plattform für jeden, der sonst jetzt nicht die Möglichkeit hat, sich zu präsentieren. Ja. Kann gleich etwas machen und so Aufmerksamkeit generieren. Oder? Darum habe ich jetzt den Weg eingeschlagen. Und ich bläuderle gerne. Also, es macht auch Spass, oder? Also ich weiß nicht, wie es als Gast ist, aber ich... Nein, aber ich meine, das Machen von so einer Sendung ist doch theoretisch Spass. Spass, ja. Was ich aber dann auch nicht oft verstehen, wenn ich jetzt das so mache und so, wenn mich dann die Leute so sagen, ja, wie geht es deinem Hobby? Oh, ja. Und dann denke ich, ja, also 10 Interviews in 2 Monaten sind jetzt nicht
nur rein Hobby. Ja, ja. So, also, aber das leitet sich auch immer mehr, desto mehr Glaubwürdigkeit ich halt auch durch die anderen Medien bekommen, oder? Ja, ja, aber ich meine, die Frage, glaube ich, geht in der Schweiz nie weg. Warum? Ich weiß es nicht. Ich glaube halt, die Stellung von Kunst und Unterhaltung ist jetzt in der Gesellschaft bei uns nicht so gross. Also wir sind doch alles noch sehr ernsthafte, seriöse Streber in der Schweiz. Und ja, und Kunst ist halt kein Job. Also ich bekomme immer noch die Frage, und kannst du davon leben, oder? Ah, sogar du? Ja, ja, ja. Und das ist halt... Eine eigene Firma und alles aufzubauen. Ja, ja, ja. Also und das ist halt... Toll. Das ist halt... Ich glaube, die Frage liegt dem Schweizer so auf der Zunge. Aber weißt du, was ich nicht kann verstehen, ist, Kunst ist das Einzige, das überlebt. Ja. Also man redet ja immer noch von Mozart und ja. Von... Ich lese jetzt gerade eine Biografie über Johnny Cash. Ja. Und der ist jetzt auch schon jetzt bald dann 20 Jahre tot. Krass. Und dann muss ich mich dann schon fragen, und der ist immer noch brandaktuell für gewisse Songs. Ja, das ist das Einzige überlebt. Ich habe nichts gegen einen, der Buchhaltung und den Jahresabschluss, aber ich glaube, wir reden nicht über den Jahresabschluss achten von einer... Ja. Man macht keine Statue von jemandem, der seine E-Mails immer gut pünktlich beantwortet. Ja, ich weiß. Also, da frage ich mich dann oft, oder? Ausser ja. Man hat es so geschafft. Und Sport ist, glaube ich, eher etwas, was beim Schweizer schon akzeptabel ist. Durchaus. Wenn man Sport etwas macht. Oder? Ja. Ach, aber ich habe das Gefühl, sehr viel hat auch einfach mit Behaupten zu tun. Also wenn du, ich habe lustigerweise, sobald ich auftreten bin und habe gesagt, ich bin Drei-Buchautor, habe ich Anfragen bekommen, zum 3 Bücher zu schreiben. Aber... Also ich glaube, sehr viel hat tatsächlich damit zu tun, einfach mal... Mut, eine gewisse Frechheit. Yes. Und einfach einmal sagen, ich bin da und kann nicht anders. Genau. Es drückt, es muss raus. Ja. Mal. Und wie jetzt jeder Gast, du darfst noch ein Manifest oder irgendetwas kundtun. Ja. Ich bedanke mich da recht herzlich und freue mich, mit dir nachher das Gipfel zu essen. Ja. Und bis ein anderes Mal. Und ich freue mich auf das neue Game. Oder egal, was ich Karten mache, ich freue mich auf das zu konsumieren. Ja. Danke dir mal. Liebe Welt, im September, wir haben das Interview ja vor ein paar Monaten aufgenommen. Ich hoffe, die Welt existiert noch. Ich hoffe, der Trump ist an seinem letzten Faden. Und kurz vor der Abwahl, natürlich. Und im Dezember, ich muss noch etwas pluggen, im Dezember kommt auf SRF 1 Advent, die Serie von der Natascha Beller und mir. Eine Weihnachtskrimi-Parodie. Für alle, die gerne Tatort haben, aber mehr Samichleus in der Welt sehen. Ist die Serie. Ich freue mich. Ja. Danke dir vielmals. Merci.